Ja, meine Damen und Herren, wir stehen hier heute im Wiener Burggarten. Das war der kaiserliche Privatgarten der Habsburger. Und hinter mir sehen Sie schon eine Statue, die zeigt Kaiser Franz Josef. Unser heutiges Wort ist das Wort Freund. Und Freunde hatte natürlich Kaiser Franz Josef auch. Aber viele dieser Freunde waren natürlich keine sehr engen Freunde. Es waren Berater, es waren Diplomaten und es waren natürlich auch seine Politiker. Eine Freundin hatte er, die ihm wirklich sehr, sehr nahe stand, das war Katharina Schratt. Katharina Schratt wurde in Baden geboren, im Süden von Wien. Sie war 23 Jahre jünger als der Kaiser und sie war eine Schauspielerin. Bereits mit 17 Jahren hatte sie ihr Debüt in Baden an der Stadtbühne, sehr erfolgreich. Sie ging dann sofort auf Tournee, die sie unter anderem auch nach Berlin führte, wo sie schon Kaiser Wilhelm I. offenbar sehr entzückte. Von dort kam sie dann nach Wien. Hier ging sie zuerst ans Wiener Stadttheater, dann ans Wiener Burgtheater. Sie heiratete auch, aber nach der Geburt ihres Sohnes Anton hat sie sich von ihrem Mann getrennt. Geschieden war sie nie, das ging zu der damaligen Zeit nicht. Wir wissen, dass sie bereits zu Beginn ihres Engagements am Wiener Hofburgtheater den Kaiser kennengelernt hat, denn es war üblich, dass man sich beim Kaiser vorgestellt hat. Wir wissen auch, dass diese kurze Audienz eine sehr herzliche war, eine sehr humorvolle, aber wir wissen auch, dass sie sich dann längere Zeit nicht gesehen haben. Erst zwei Jahre später, im Jahre 1885, haben sich die beiden wieder getroffen, und zwar in Kremsier. Anlässlich eines Treffens von Kaiser Franz Josef mit dem Zaren Alexander. Das Hofburgtheaterensemble reiste mit, um dort auch eine Vorstellung zu geben. Und die ebenfalls anwesende Kaiserin Elisabeth hat sehr wohl bemerkt, dass ihr Mann sehr viel Gefallen an Katharina Schratt gefunden hat. Es mag uns heute erstaunen, dass es ausgerechnet die Kaiserin selber gewesen ist, die die Verbindung der beiden hergestellt hat. Aber Elisabeth war ja nie am Wiener Hof. Sie verabscheute das Leben hier und sie wusste, dass ihr Mann hier immer einsamer wurde. Und nachdem sie ihn doch sehr gern gehabt hat, wollte sie ihn hier ein bisschen unter die Arme greifen. Es war Elisabeth, die ein Porträt beim Hofmaler von Angeli in Auftrag gegeben hat. Er hat dann eines von Katharina Schratt angefertigt und der Kaiser erschien immer ganz zufällig bei den Porträtsitzungen. Elisabeth hat dem Kaiser dieses Porträt dann auch geschenkt. Die Freundschaft war sozusagen hergestellt, man kam sich immer näher und man kann natürlich davon ausgehen, dass daraus auch sehr bald eine intime Beziehung geworden ist. Katharina Schratt war auch völlig anders als die doch sehr exaltierte Kaiserin Elisabeth, deren Wolkenkraxeleien, wie Franz Josef das nannte, er nie verstanden hat. Katharina Schratt war eine bodenständige Frau, eine sehr humorvolle Frau und eine wunderbare Erzählerin, die den Kaiser jeden Tag mit Geschichten vom Hofburgtheater, also mit Klatsch und Tratsch, bestens unterhalten hat. Der Kaiser hat sich auch erkenntlich gezeigt. Er hat ihr doch sehr aufwendiges Leben finanziert, er machte ihr teure Geschenke und er zahlte auch ihre Spielschulden. Katharina Schratt dagegen hat sich revanchiert mit kleinen Dingen, die dem Kaiser sein alltägliches Leben angenehmer machen sollten, zum Beispiel einen Ventilator für sein Arbeitszimmer oder einen warmen Bettvorleger fürs Schlafzimmer. Sie stand ihm auch in den schwierigsten Situationen seines Lebens immer wieder zur Seite, sei es als sein Sohn Kronprinz Rudolf Selbstmord beging oder als man eben Kaiserin Elisabeth in Genf 1898 ermordete. Es wird sogar allgemein behauptet, dass Franz Josef Katharina Schratt dann noch in einer Geheimehe geheiratet haben soll. Dieses Gerücht kam erstmals auf in den 1930er Jahren, als ein Pärchen in der Andreaskapelle des Erzbischöflichen Palais in Wien geheiratet hat, dadurch Einsicht in das Traubuch bekommen hat und dort eindeutig die Namen der beiden gesehen haben möchte. Sie haben das dann ihren engsten Vertrauten erzählt und die haben diese Aussagen sogar notariell beglaubigen lassen. Beweise dafür gibt es nicht, denn dieses Traubuch ging verloren. Ein Beweis für diese mögliche Heirat war allerdings, als der Kaiser starb, wollte man von der Dienerschaft aus Katharina Schratt nicht zum Totenbett lassen. Sie saß jetzt in einem der Vorräume, dort saß sie der spätere Kaiser Karl I. Er schritt zu ihr, reichte ihr seinen Arm und brachte sie höchstpersönlich an das Totenbett des Kaisers. Wie auch immer. Katharina Schratt war sicherlich die engste Freundin des Kaisers. Er sprach sie auch immer mit meiner Seelenfreundin an oder auch sogar mit gnädiger Frau. Egal, ob diese Hochzeit jemals stattgefunden hat oder nicht, Katharina Schratt stand dem Kaiser jedenfalls immer treu zur Seite. Und sogar sein eigener Leibdiener Ketterl hat immer gesagt,
Katharina Schratt war nicht die Freundin des Kaisers, sie war sein Freund. Und zwar sein bester, sein klügster, sein treuerster und sein zuverlässigster.